Willkommen zurück zu Papers, Please, einer weiteren Folge. Steigen wir in die Geschichte ein. Wir sind an Tag 27. Das wird dann hier wahrscheinlich die vorletzte Folge sein. Ihr seht, wir haben eine ganze Menge Tage schon hinter uns. Die Wahrheit von Astotzka. Gipfelgespräche abgebrochen. Keine Einigung über geteilte Stadt Dresden. Koordinierter illegaler Grenzübertritt. Ja, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, da war eine ganze Menge los. Ja, also da waren irgendwie drei Leute, die gleichzeitig über die Grenze gekommen sind. So, Sergio möchte mit uns reden. Danke für alles, was du für mich getan hast. Elisa ist so glücklich hier. Sie sagt, unser erster Sohn wird deinen Namen tragen. Schon gut, aber ich habe ihr gesagt, ich will zuerst eine Tochter. Ist nicht viel, aber wir haben einen Weg gefunden, dir zu danken. Elisa wird dir unser Dankeschön nach Hause bringen. Ich hoffe, es hilft dir. Morgen werde ich auf einen anderen Posten versetzt. Pass auf dich auf, mein Freund. Okay. Dann ziehen wir das mal hier in die Mitte. Astotzka hält. Wunderbar. Packen wir dorthin. Silberschlüssel, goldener Schlüssel, genau so. Inspektor, zur Steigerung der Effizienz wurden Einreisegenehmigungen und Ausweisanhang zu einem Visum zusammengefasst. Ausländer müssen ab sofort ein gültiges Visum vorlegen. Der konzentrierte Angriff vom gestrigen Tage hat eine Krisensitzung notwendig gemacht. Ein wichtiger kolleschischer Unterhändler wird heute eintreffen, um die Probleme an diesem Grenzübergang zu besprechen. Astotzkanische Pässe von Bürgern aus dem Distrikt Altern sind weiterhin zu konfiszieren. Es lebe Astotzka. Okay. Das heißt, wir haben ein neues Dokument, beziehungsweise eine Ersetzung von Dokumenten. Jetzt haben wir keine Einreisegenehmigung mehr und keinen Ausweisanhang, sondern einfach nur ein Visum. Das seht ihr dann hier. Ja, es ist beides im Grunde zusammengefasst. Also, das werden wir dann gleich auch sehen. Ausländer brauchen ein Visum. Ja, das ist dann das neue, die neue Vorschrift, die gelten muss. So, Papier bitte. Wird nicht gesucht. Zweck der Reise, Freunde besuchen. Dauer des Aufenthalts, ein paar Monate. Ja, Stotzkana ändert ja ständig die Regeln. Meine Schwester ist letzte Woche mit ganz anderen Papieren eingereist. Jetzt brauche ich dieses neue Visum. Das kostet dann doppelt so viel. Ja, das kann ich leider nicht ändern. Besuch ein paar Monate, das stimmt. Zander, Gobling, Gobling, Zander, Kolechien, genau. 03SA8, 03SA8, USR24, USR24. 1,68, so ungefähr 61 Kilogramm. Glatze, 5.1.83 ist auf jeden Fall noch gültig. Siegel auch. Impfbescheinigung, Zander, Gobling, Zander, Gobling. 03SA8, 03SA8, USR24, USR24. Polio wurde 82 geimpft, das hält dann bis 85. Dann haben wir Kolechien, Kolechien Vedor. Datum passt, Bild passt. Dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Also, das war das neue Dokument. Einiges voller. So, die Regierung will den Forderungen Kolechiens nachgeben und Gräschen preisgeben. Wir müssen die Verhandlungen stören. Lassen Sie den kolechischen Diplomaten rein, aber konfiszieren Sie seinen Pass. Ein Essig-Agent wird ihm unter seiner Identität folgen. Machen wir wahrscheinlich nicht. Essig kann uns vollkommen egal sein. So, wird nicht gesucht. Okay. So, Fardesto. Fardesto Distrikt Parkovna, Jane Parkovna, 18.12.57, 1,90. Passt nicht. 370 Kilogramm. Stimmt auf jeden Fall. Bild passt. Ostgrästchen, das weiß ich auch noch. Die Daumenabdrücke sind auf jeden Fall unterschiedlich. Naja, die sind fast alle unterschiedlich. Ja, keine Ahnung. So. Papier bitte, nee, wird nicht gesucht. Nee, wirklich nicht. So, Altern, das müssen wir konfiszieren. Naomi, Watsuska, Naomi, okay.
TKSE1, TKSE1, 595C6, 595C6. Polio wurde 82 geimpft, das ist in Ordnung. 18.12.52, 1,72, 53 Kilogramm. Datum passt, Ohrwäsch ist auch in Ordnung. Dann darf sie durch. Dann müssen wir einmal den Pass konfiszieren. Was ist das für ein Zettel? Wo ist der Pass? Er wird konfisziert. Was soll ich tun? Rufen Sie die Nummer auf dem Zettel an. Nächster. So, Papiere bitte. Arbeit. Und ein Monat. Ja. Ich mag Ihren Ton nicht. Das tut mir sehr leid für Sie, aber Sie müssten mal kurz mit den Wachen nach hinten gehen, damit man ihre Identität prüfen kann. So, Papier bitte. Zweck der Reise. Anwesenheit wurde verlangt. Das ist wahrscheinlich diese eine, von dem wir den Pass konfiszieren sollen. Machen wir aber nicht. Cordon, Kalo, Kalo, Cordon, Cordon, Kalo. B5J, B50J5, 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 FD08W, 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 wunderbar. Das Siegel passt auf jeden Fall, Astotzka ist erlaubt. Dann Polio wurde 81 geimpft, das ist auf jeden Fall noch gültig. Und Vidor als Stadt, Datum ist in Ordnung, Bild auch. Dann darf er durch. Machen Sie mir ja keinen Ärger. So, Papier bitte. Zweck der Reise, Verwandte besuchen. Dauer, 12 Wochen. Besuch 3 Monate, genau. Sarah Wadonswig, Sarah. Vereinigte Föderation, genau. S1LQN, S1LQN, 1P47K, 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 wunderbar. 1,69, kommt so etwa hin, 51 Kilogramm, wellige Haare, ist auch noch gültig, Siegel passt. Polio wurde 81 geimpft, das ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Und Shingleton als Stadt, das Datum ist in Ordnung, Bild passt, dann darf sie durch. Machen Sie mir ja keinen Ärger. So, Papier bitte. Ich soll den Ausweis des Diplomaten abholen. Hab keinen. Ja, tschüss, auf Wiedersehen. Zählt das als Person, die ich abgefertigt habe? Wäre nett. Weiß ich nicht. So, sieht nicht so aus, als würde sie gesucht werden. Arbeit. 6 Monate. Arbeit 6 Monate. Ah, okay. Dann müssen wir es doch mal wieder so machen. Lauren Klaus, wunderbar. 37JXE, 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 K735T, K735T, K735T. Polio ist auf jeden Fall noch gültig, so. Obristan, wunderbar. 1,73, genau, 57 Kilogramm. Kinnlange Haare, die sind halt wirklich kinnlang, aber wer weiß, wie das Spiel das sieht. Datum ist gültig, Siegel ist gültig. Moment, was hat sie gesagt? Arbeit 6 Monate, genau. 1.7. ist in Ordnung. Das Siegel sollte an sich auch passen. Dann hätten wir Obristan Lorndas. Wunderbar, Datum passt, Bild passt. Dann darf sie durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. So, Papier bitte. Zweck der Reise, Transit. 14 Tage, Transit 14 Tage, stimmt auf jeden Fall. Er konnte sich die Bescheinigung nicht leisten, das wird aber doppelt teuer, weil jetzt darf er sich neue Dokumente besorgen. So, Papiere bitte. Zweck der Reise, Besuch, Dauer des Aufenthalts, 30 Tage, Besuch 1 Monat, genau. Ezekiel Summers, Summers Ezekiel aus Republien, KDM21, 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 T74P6, 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 wunderbar. Polio ist noch in Ordnung. Besuch 1 Monat hat er gesagt, 1,82, 89 Kilogramm, perfekte Augen. Das ist meine Beschreibung, die ich bisher noch nicht gelesen habe. Siegel und Datum passen auf jeden Fall. So, Les Renardi, wunderbar, Bild und Datum passen. Ah, Mist. Da war ich ganz klein bisschen zu langsam, um noch eine weitere Person reinzuholen. Egal. Eine junge Frau hat ihn etwas dagelassen.
100 Credits. Oh mein Gott. Okay. Sehr nett auf jeden Fall. 100 Credits. Wow. Okay, wir haben 645 Credits hier am Start. Ist auf jeden Fall starke Leistung. Ja, Nahrung und Heizung sparen wir mal wieder. Und dann gehen wir schlafen. Die Wahrheit von Astotzka. Eine provisorische Gesprächsbasis. Gespräche und Kollegien schaffen gemeinsame Basis. Okay. Inspektor, aufgrund der fortwährenden Angriffe weitet das Ministerium für Information die Konfiszierung von Pässen aus. Es gab keinen Anschlag oder so, also was? Alle astotzkanischen Pässe von Einreisewilligen aus dem Inland sind zu konfiszieren. Ausnahmen werden nicht gemacht. Ausländische Pässe sind nicht zu konfiszieren. Das heißt, wir müssen jetzt von allen Astotzkanern die Pässe konfiszieren. Das ist fragwürdig. Okay. Ich sehe schon, wie das ist. So. Das steht jetzt auch in den Vorschriften, oder? Nein, steht nicht in den Vorschriften. Aber dann hier halt. Ja. Konfiszieren Sie alle astotzkanischen Pässe, keine Ausnahmen. Ich kann das nicht markieren. Auf der rechten Seite. Ja. Das heißt, jetzt werden alle dazu gezwungen, im Land zu bleiben. Weil ohne Pass kann man ja nicht verreisen. Das ist schwierig, okay. So, Papier bitte wird nicht gesucht. Okay. Landyformer gibt es auf jeden Fall. Brun, Juliette, genau. 3.3.51, wunderbar. 1,71, 54 Kilogramm. Dann wäre das fertig. BCDXU, 51E35, genau. Polio wurde 82 geimpft, wunderbar. Orvetsch, Datum und Bild passen, wird natürlich auch nicht gesucht. Dann darf sie durch. Pass. Er wird konfisziert. Wie soll ich dann reisen? Rufen Sie die Nummer auf dem Zettel an. Nächster. So, wird nicht gesucht. Wunderbar. Zweck der Reise. Transit. Dauer. 2 Wochen. Transit 14 Tage, genau. Irina Romanov. Romanov Irina. Antegrien. DHL 72. VQ0AK, genau, 1,73, ja, 55 Kilogramm, glatte Haare, Datum passt, Siegel passt, Polio wurde 82 geimpft, Großkraus aus Antegrien, wunderbar, Datum ist leider abgelaufen. Ja, das kann sein, aber kann eben nicht sein. Es kann kein Irrtum sein, da steht 17.12., ist vor 3 Tagen abgelaufen. So, Papiere bitte. Zweck der Reise. Besuch. Besuch einige Monate. Was zur Hölle soll ein Visum sein? Meinen Sie etwa meine Einreisegenehmigung? Die habe ich hier. Ich meine ein Visum. Nie davon gehört. Hört sich selten dämlich an. Einreisegenehmigung und Anhang werden nicht mehr akzeptiert. Das Visum ersetzt beide, macht mir die Arbeit leichter. Mir doch scheißegal, deine Arbeit. Verdammte Scheiße. Okay. Ganz viel Geld ausgegeben und dann ist es nicht mehr gültig. Ich weiß, es ist belastend. So, Astotzka, Wosenfeld-Distrikt, okay. Kovacs, Orsolia. Ja, okay. 8.10.50, 1,68, 60 Kilogramm. Ja, okay, dann schauen wir mal nach. Keine Waffen oder Schmuggler, gut. Orwetsch habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Datum und Bild passen. Polio wurde geimpft. Aber das ist gerade... Komm schon. Es ist vollkommen egal. Sie hat Sachen geschmuggelt. Ich weiß von nichts. Ja, hat ihr jemand ans Bein geklebt? Passiert ja mal. Ja? Wenn man in der U-Bahn steht, dann kommen Leute auf einen zu und kleben einem irgendwas. Was? Ah, nein.
Das war mit Absicht. Pass nicht konfisziert, das stimmt. Was? Er hat irgendwas gelabert. Sie sind ja nur noch Haut und Knochen. Ich wette, sie haben überhaupt nichts an den Armen. Kommen Sie in unser Studio, ich mache Ihnen einen Schrank aus Ihnen. Aha, das Top-Gym. Untergewicht schwach, die Muckibude aus Dresden. Toll, interessant, aber sie haben keinen Pass. Die haben mir den Pass abgenommen. Soweit ich weiß, bin ich der Einzige, der dazu berechtigt ist, den Pass abzunehmen. Abgelehnt? Haha, was will man auch sonst von so einem Waschlappen erwarten? Was? Ah, ernsthaft? Einwanderung. Wird nicht gesucht. Okay. Lydia Zubrinska. Zubrinska Lydia. Impor. Wunderbar. 6Q68P. 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 21FEP. 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 Einwanderung genau. 1,67. Ist ein bisschen schwierig. Wovon reden Sie da? Haben Sie nicht richtig zugehört? 54 Kilogramm. Ja, egal. Ist auf jeden Fall nicht dieselbe Person. Ach was? Ach was. Keine Ahnung, was da jetzt los war. Es tut weh. Es tut weh. Verwarnung, kein Bußgeld. Letzte Verwarnung, kein Bußgeld. So, wird nicht gesucht. Arbeit. Dauer des Aufenthalts. 12 Wochen. Oh. Hallo, ich möchte schießen. So. Na? Noch was? Nö, okay. Hat ein bisschen lange gedauert. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Das MFI hat die Pässe ihrer Familie konfisziert. Okay. Schützenbonus 10. Habe ich nicht bisher 20 bekommen? Was ist da los? Bitte was? Gehalt 4. Ich glaube, die schlechteste Leistung, die wir bisher überhaupt hatten. Hoppla. Arrestbonus 10, okay, weil wir einige Leute verhaftet haben. Ja, das ist... doof. Ist doof. Wollen wir umziehen? Ich sehe halt nicht den Sinn dahinter. Also, keine Ahnung. Es kostet halt 100 Credits und dann muss man 5 Credits pro Tag mehr bezahlen. Andererseits, wir sind schon ziemlich dicht am Ende vom Spiel. Machen wir es einfach mal. Ja? Uns fehlt nur noch ein Achievement. Keine Ahnung, wann das kommt. Irgendwann. Aber ansonsten, ja, jetzt können wir nicht mehr verreisen. Das Ministerium für Information hat unsere Pässe auch konfisziert. Natürlich nicht ganz so schön, aber naja. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.